Ja, hallo liebe Freunde des guten Geschmacks hier auf YouTube und herzlich willkommen zu Tommys Genusswelt. Auch ich möchte euch ein frohes, glückliches und gesundes, vor allen Dingen gesundes Jahr 2019 wünschen. Ich hoffe, ihr habt alle schön gefeiert, seid gut reingekommen. Allen denen, denen es nicht so gut geht, die vielleicht krank sind oder so, wünsche ich eine gute Besserung, auf baldige Genesung. Ja, 2018 war nicht wirklich mein Jahr. Ich habe auch von vielen anderen hier über YouTube in den Videos gesehen und auch auf bestimmten Plattformen gelesen, dass 2018 so durch die Bank weg nicht so das Wahre war. Okay, das eine oder andere Highlight gab es. Aber im Grunde genommen wollen wir immer alle hoffen, dass es nächstes Jahr besser wird. Und ich denke mal, dieses Jahr wird auch besser. Also, eine gute Botschaft habe ich schon. Ich sage das jetzt einfach mal so. Ich mache öfters mal so einen Ärztecheck. Beziehungsweise mich hat es natürlich mal wieder mit einer Bronchitis erwischt. Davon ist natürlich ein bisschen was hängen geblieben. Und zur Vorsorge mal ab in die Röntgenabteilung, Radiologie, aber alles im grünen Bereich, alles bestens. Macht schon mal viel Wert, weil man zieht ja so Kraft raus. Ne? Wenn man gute Nachrichten kriegt, das gibt einem ja so ein bisschen Power. So, jetzt aber genug davon. Gibt es was Neues? Die ursprüngliche Frage, ne, stellt sich in jedem Video. Gibt es was Neues? Ja, es gibt ein neues Jahr. An Pfeifen und Tabak gibt es eigentlich nicht viel bei mir, da ich nicht viel Zeit gehabt habe. Aber ich weiß, jetzt werden wieder einige abschalten, aber das ist mir relativ egal, weil es nicht um Pfeifen und Tabak geht. Ich habe aber zwei Zigarillos, die ich probiert habe. Einfach um eine kurze Zeit zu überbrücken und wenn man nicht die Möglichkeit hat, sich eine Zigarre oder eine Pfeife zu stopfen, dann greift man ursprünglich mal auf Zigarillos zurück. Das macht der eine oder andere auch. Zigaretten ist bei mir nicht mehr, aber Zigarillos, die sind nach wie vor da. Ja, da möchte ich euch die erste mal vorstellen, dass die Guantanamera, das sind die hier. Guantanamera heißen die. Ich glaube, der Helmut raucht die auch als Zigarre. Hatte er, glaube ich, mal vorgestellt. Die sind relativ klein. Das sind Minis. So, die sind nicht sehr groß. Also, die sind wirklich recht klein. Sind aber reine Kubaner. Ja, also Einlage, Umblatt, Deckblatt, Kuba. Okay, sie sind maschinell hergestellt. Wer will sich das antun und diese kleinen Mini-Zigarillos mit der Hand rollen? Das ist wirklich was für filigrane Menschen. Nein, die werden maschinell hergestellt. Die sind ungefähr 8 cm lang. So circa knappe 8 mm im Durchmesser. Und ihr habt eine Rauchdauer von, boah, ich sag jetzt mal so, knappe Viertelstunde. 13 Minuten, 10, 13 Minuten, Viertelstunde, so in dem Dreh, je nachdem, wie ihr raucht. Kleiner Tipp von mir, wie schon gesagt, ist eine 20er-Packung, ach so, genau, ist eine 20er-Packung. Kosten 20 Stück 6,80 €. Vorne mit dem schönen Siegel drauf. Wenn ihr die raucht, raucht die langsam, sehr langsam, weil dadurch, dass die einen sehr geringen Durchmesser haben und auch nicht sehr lang sind, wenn man da mal so ein bisschen kräftiger dran zieht, dann können die schon mal zicken, ne? Weil Kubaner, ne? Kuba ist so wie, ich sage immer so mal, Kuba bei der Zigarre ist so wie Virginia bei der Pfeife, ne? So, wenn man zu heftig zieht, zack, dann zicken die rum. Ja, aber das sind sie ja nun, ne? Frau Kuba und Frau Virginia. Ne? Das müssen Frauen gewesen sein, sonst würden die nicht so rumzicken. Naja, auf jeden Fall langsam rauchen, kleine vorsichtige Züge machen, dann kommt also wirklich ein schöner kubanischer, erdiger, leicht holziger, ein bisschen ledrig, so, aber mild. Ne? Es ist mild, sehr mild im Geschmack. Dann kommen aber diese Aromen raus und sind sehr lecker, wirklich. Wer es mag, ne, dem sei damit einen Gefallen getan. Die sind also wirklich klasse. Guantanamera, 20 Stück, 6,80 €. Probiert sie aus, einfach wegrauchen. Ja,
Zu den anderen komme ich gleich. Ich habe mir natürlich in der letzten Zeit auch die Videos kräftig angeschaut von euch allen. Und da sind mir zwei Personen, für mich persönlich, sind mir da aufgefallen. Das war einmal der Yogi und einmal der Helmut. Und da wollte ich kurz was zu sagen, weil ich ja finde, da muss ich einfach so sagen. Der Yogi hat, ich sag's mal mit meinen Worten gesagt, er hat so ein bisschen Angst, ne, wenn er sieht, was so auf den Plattformen los ist. Und man kann auch Angst bekommen. Ich war schon kurz davor, meinen Facebook-Account zu löschen, weil es mir einfach zu blöd geworden ist, was da los ist. Habe ich aber dann letztendlich doch nicht gemacht. Ich war schon in der Phase des Abschaltens. Das dauert ja immer so ein paar Wochen, bis die dann komplett den Account löschen. Das habe ich rückgängig gemacht, alleine aus dem Grund, weil ich viel zu viele Leute aus dem Privatleben kenne, mit denen ich über Facebook noch Kontakt habe. Man guckt natürlich automatisch in die Neuigkeiten rein. Was gibt es da? Und wenn man dann liest, welcher geistige Starrsinn oder welche Intelligenzresistenz da grassiert, das ist Wahnsinn. Das ist absoluter Wahnsinn, wirklich. Von den geistigen Tieffliegern, die da ihre Schneisen ziehen, das ist also schon... Es gibt da wirklich Exemplare, da fragt man sich wirklich, was soll das? Aber okay, anderes Thema. Das nur mal so nebenbei. Also Yogi, ich kann dich da vollkommen verstehen. Ich frage mich dann auch, wo das hinführen soll. Aber okay. Die andere Sache, die mir ein bisschen am Herzen liegt, das ist Helmut. Ich finde seine Videos klasse. Lieber Helmut, lass dir da nicht reinreden. Die sind toll. Auch dein Sarkasmus. Auch wenn du das Ganze mit Satire und wie auch immer kennzeichnet, das Video, es wird immer irgendjemanden geben, der da Anstoß dran findet. Lass dich davon nicht ins Boxhorn jagen. Solange wir noch das bisschen Freiheit haben, sagen zu dürfen, was wir in Anführungszeichen möchten, machen wir das auch. Und ich lasse mir auch von keinem reinreden. Und dir sei gesagt, mach so weiter wie bisher. Lass dich nicht ins Boxhorn jagen und tu mir bitte einen Gefallen. Entschuldige dich nicht immer für irgendwas, was in deinen Videos da gelaufen ist. Das ist nun mal so, steht mal zu, ist so gewesen, Feierabend, Schluss aus. Es liegt ja an dir, willst du das Video rausnehmen oder willst du es nicht rausnehmen? Aber ich sag mal so, ich stehe auf dem Standpunkt, wenn ich auf die Leute gehört hätte, die mir immer gesagt hätten oder damals gesagt haben, wie es nicht geht, würde ich heute noch mit meinem Dreirad auf der Rutschbahn stehen. So viel dazu. Also, in diesem Sinne, mach weiter so. Ja, der zweite Zigarillo, das ist von der Firma Mehares. Mehares ist, soweit ich mich informiert habe, eine niederländische Produktion. So sehen die Zigarillos aus. Sie sind schon etwas größer. Die haben eigentlich so die Normalgröße. Ungefähr, sind mild, haben, wenn man die Packung aufmacht, ein Vanillearoma, wo ich allerdings dabei sagen muss, ich habe mich von diesem Red Orient, was hier oben steht, habe ich mich blenden lassen. Ich habe gedacht, oh, Orient, da ist vielleicht, nee, ist nicht, vergesst es. Also wer sich die wegen Orient kauft, vergesst es, das ist Vanille. Vanille und lecker. Die sind lecker, die sind wirklich lecker, aber es hat mit Orient nichts zu tun. Das wollte ich nur sagen. Die Zigarillos kosten 6,95 Euro, 20 Stück. Die sind ungefähr, ich sag mal so 10 cm haben die, ungefähr sind die lang. 8 mm im Durchmesser. Und haben so auch eine Rauchdauer, Viertelstunde, knappe 20 Minuten. Der Tabak ist Java. Die Einlage ist Java, das Umblatt ist Java, das Deckblatt ist Java. Reine Java-Zigarre. So. Sie ist lecker für zwischendurch, sie ist mild, sie ist aromatisiert, ja, nach Vanille. Wie schon gesagt, ich habe mich durchs Red Orient blenden lassen, was da drauf steht, ist aber lecker. Sollte man mal versuchen. Da gibt es noch andere
von, die ich mir rausgesucht habe, die werde ich mit der Zeit auch mal testen. Also die beiden möchte ich euch empfehlen. Die sind wirklich klasse für zwischendurch. Wer mehr aufs Zigarrige steht, ist mit der Guantanamera sehr gut bedient. Also wunderbar, Geschmack einwandfrei. Und wer so ein bisschen vanillig mag, auch was Leichteres, der sollte die Mehares Red Orient nehmen. Ja, dann zum Schluss noch ein Wort zum Björn. Der Björn hatte einen Tabak vorgestellt und zwar von Three Nuns. Und da habe ich ihm was zu geschrieben. Ich habe mich da ein bisschen drüber aufgeregt, weil in der letzten Zeit habe ich mich mal darum gekümmert oder beziehungsweise für mich selber mal ein bisschen recherchiert, welche Tabake kennt man denn noch von früher, wo man angefangen hat, wo ich so 18, 19, 20 war, was gab es denn da? Und mir ist eben aufgefallen, dass viele Tabake ihre Mischung geändert haben. Ja, die Mischung wurde eben geändert. Und beim Three Nuns ist das eben eine ganz krasse Sache, weil ich mag diesen Tabak unwahrscheinlich. Ich mochte diesen Tabak unwahrscheinlich. Der Three Nuns, die alte Charge, sage ich mal, die alte Mixture, beziehungsweise die Zusammensetzung war einfach geschmacklich top. So, und alles, das ist aber nur meine Meinung, nicht, dass jetzt mir wieder einer einen Strick daraus dreht, das ist wirklich nur meine Meinung. Mir persönlich schmeckt der Three Nuns gar nicht mehr. Und was Virginia betrifft, es gibt so viele reine Virginia-Tabake als Pfeifentabak, da gibt es bessere als ihn. Ich habe ihn auch schon mal gehabt und ich finde ihn überhaupt nicht so witzig. Der ist geschmacklich nicht so mein Ding. Auch der andere Three Nuns, der Nachfolger vom ursprünglichen Three Nuns war, nee, da fehlen eben bestimmte Tabaksorten drin und deswegen schmeckt er mir auch nicht mehr. Man kann sich auch nicht damit anfreunden. Ich glaube, das ist so eine eingefahrene Schiene. Wenn man sich einmal an den Tabak gewöhnt hat und der wird dann auf einmal aus dem Programm genommen oder wird geändert, wie auch immer, man merkt das sofort, man will ihn nicht mehr. Gut, okay, aber es gibt ja noch so viele tausend andere Tabake, die man probieren kann. Und ja, schauen wir mal, was da kommt. So, das war's für heute von mir. Wie schon gesagt, ich versuche irgendwie mit den Videos beizukommen. Ob ich das kann, weiß ich nicht, weil Zeit spielt da eine große Rolle. Aber dafür hauen die anderen ja kräftig in der Woche 3, 4 Videos rein. Das muss so sein. Da hat man immer was zu gucken, ist ja kein Problem. Also in diesem Sinne, bleibt gesund. Vor allen Dingen bleibt gesund, werdet gesund, achtet auf eure Gesundheit, das ist das A und O. Das ist nämlich das Einzige, was wir mit Geld nicht kaufen können. Sollte man nicht vergessen. In diesem Sinne, bleibt gesund, macht's gut und schaut demnächst wieder rein, wenn ihr Lust und Laune habt. Bis dahin, ich wünsche euch alles Gute und sage Tschüss, euer Tommy.